Go shawty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Cardi like it's your birthday. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Wars auf GoMadi.net. Heute mit dem Kit Knüppel. Und ja, dieses Kit hat in der letzten Umfrage gewonnen. Ziemlich eindeutig. Also die letzten zwei Umfragen waren beide sehr eindeutig, jeweils für ein Kit. Auch diesmal wieder, glaube ich, etwa 90% der Stimmen für dieses Kit gewesen. Also wirklich ziemlich krass, das muss man einfach mal so sagen. Und ja, deswegen spielen wir das Ganze jetzt auch einfach so. Ich mache mir hier noch ein bisschen mehr Rüstung. Wir haben ja eigentlich schon ein ziemlich gutes Equip, das muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Das ist nicht immer der Fall, dass man so gutes Equip am Anfang hat. So, okay, der haut da ein bisschen ab. Was macht der? Okay. So sieht die Lage aus. Ja, hallo. Geh nicht runter. Nee, 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 nee. Ich möchte nicht, dass du runtergehst. Mal, ich nehme mal das Dierschwert in die 1. Zeige ihm mehr oder weniger, dass ich ein Dierschwert habe. Und nicht, dass ich Knüppel habe oder so. So. Jetzt gehe ich runter und überrasche ihn mit dem Knüppel. Komm. Jawohl, nice. Das hat schon mal gut funktioniert. Jetzt muss noch ein dreimal mehr funktionieren hier bei den anderen Leuten. So. Ich stecke mich hier, also baue mich hier mal wieder rüber. Gehe dann mal zu ihm, glaube ich. Weil ich mich hier auf jeden Fall hochstecken muss. So. Ich habe fast keine Blöcke mehr. Das ist so ein bisschen schade. Aber jetzt ist er so in der Base. Geht er runter oder nicht? Er ist runtergegangen. Das ist nicht so gut. Vielleicht kann ich sie ja da vorne holen. Oder er. Es war ein er. Oh. Dich auch noch? Jawoll. Läuft. Da haben wir jetzt richtig gut aufgeräumt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie in die Mitte kommen. Und das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach mit zu wenig Blöcken. Wobei wir uns wahrscheinlich sogar zu seinem Weg da bauen können. Die Blöcke sollten dafür ausreichen. So, kurz hier rüber bauen. Zack. Jetzt in die Mitte laufen. So. Wir müssen natürlich aufpassen, er könnte Schneebälle oder sowas haben. Er hat auch noch Knockback-Stick. Oh mein Gott. Das war knapp. Das war knapp. Er hätte uns da auch kriegen können. Aber wir haben das Ganze gewonnen. GG. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, da sind wir dann auch wieder in der nächsten Runde. Diesmal auf der Map Ferry. Das ist eine 16x1er Map. Ich muss auch noch dazu sagen, dass ich dieses Video gerade ziemlich spät am Abend aufnehme. Also es ist schon 23 Uhr gewesen. Es spielen zwar noch relativ viele Leute Skywars, wirklich, aber ja, der Server ist halt schon ein bisschen leerer als sonst. Und ich bin auch nicht mal ganz so frisch hier drauf, sondern ein bisschen müde schon. Ich werde auch dieses Video wahrscheinlich nachher noch schneiden und rendern. Das heißt, da habe ich auch noch was zu tun. Dann im Anschluss an die Aufnahme hier. So, ich glaube, ich sortiere mein Inventar mal ganz kurz so. Perfekt. Und dann sorge ich doch mal dafür, dass ich ihn hier runterhitten kann. Na. Er wird von hinten überrascht, okay. Perfekt. Und er, ich weiß gar nicht, was er für ein Kit hat, aber sollte auf jeden Fall vorsichtig sein. Deswegen baue ich mich hier ein bisschen hoch. Er setzt sich ins Cobweb, okay. Das mag ich schon mal nicht so, weil dann kann ich halt mit dem Knockback-Stick nichts anfangen.
Grundsätzlich, ich habe ein bisschen bessere Rüstung als er, aber ich möchte es auch nicht unbedingt wagen, da jetzt drauf zu gehen, weil sein Goldschwert könnte natürlich ein Schärfe 3 Schwert sein. Das wäre dann auch ziemlich krass. Aber hier einfach rumzustehen, ist auch dämlich. Und bringt das nicht. So. Er ist jetzt zurückgegangen, deswegen ich baue mich jetzt mal voran. Keine Ahnung, was er vorhat. Oh, da oben ist auch noch einer. Okay. Dann machen wir das mal folgendermaßen. So, den haben wir. Der ist jetzt wirklich richtig weit geflogen. Das war richtig krass. Wo ist der andere? Ach, der ist da. Ja, hi. Du fliegst auch. Perfekt. Da haben wir schon mal zwei richtig nice Kills hingekriegt. Ich muss sagen, das Kit ist je nach Map richtig OP. Man hat es jetzt gerade wieder gesehen. Schon in der ersten Runde, wie ich die Leute runtergenockt habe. Und auch jetzt hier wieder. Das ist richtig krass. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß, damit zu spielen. So. Ich baue mich dann einfach mal weiter. Ich hoffe, dass ich genügend Blöcke habe für die ganze Runde hier. Weil die Map ist ja ein bisschen größer als die vorherige. Hier wurden die Chests anscheinend abgebaut. So, hätte ich im Notfall eine Axt? Ja, im Notfall könnte ich mir irgendwie Holz oder so abbauen. Das wird dann schon irgendwie gehen. So. Perfekt. Wo ist denn der nächste Gegner? Der ist in der Mitte. Von wo aus hat er sich in die Mitte gebaut? Wahrscheinlich noch mit einer EP geworfen oder so. Nicht so geil. Aber was will ich dagegen machen? Ich gehe einfach mal eins weiter. So. Natürlich ganz vorsichtig hier bauen. Ich fastbridge jetzt hier in Skywars nicht. Außer wenn ich irgendwie unter mir noch Blöcke oder so hab. Jetzt hier mal runter. Guck, vielleicht sind hier noch irgendwelche Sachen. Nein. Kann ich alles nicht gebrauchen. Aber hier gibt es wenigstens einen Weg, so als Verbindung. Aber der Weg ist nicht ganz gebaut in der Mitte. Nee. Okay. Ein paar Blöcke wären schon nicht schlecht. Ich glaube, ich baue mir hier mal ein bisschen Holz ab, wirklich. Damit ich noch ein paar Blöcke mehr habe. Das auf jeden Fall auch ausreicht. Sonst kann ich mich ja immer noch in die Mitte bauen. Weil das Foliar, das bringt ihm halt nichts, wenn ich ihn runternocken kann. Das ist halt richtig krass. Wenn man wirklich den Gegner einfach runterhalten kann. So. Der wartet da aber auch irgendwie. Macht da gar nichts. Und wo die anderen Spieler sind, weiß ich auch nicht. Ich laufe hier jetzt mal. Ach, da vorne ist einer. Ich laufe jetzt hier mal weiter und da vorne ist einer. Und dann versuchen wir den mal ganz kurz zu killen. So, vier Spieler leben noch. Ich laufe hier mal oben lang. Das sollte ja kein Problem darstellen. So. Jetzt läuft er wieder zurück. Okay. Dann gehe ich jetzt hier wieder oben hin. Er steht momentan gerade ein bisschen unpraktisch. Ja, zwar, das geht. Tschüss. Auch wieder schön runtergenockt hier. So. Drei Spieler leben noch. War das gerade ein Schneeball? Das war gerade ein Schneeball. Och nö. Naja, egal. Ich glaube, man hat sehr gut gesehen, was das Kit genau ist. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.